Servus, meine Lieben Profis, und herzlich willkommen nach langen Rumgetexte hier im Chat. Zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations. Wir wollen gucken, was wir jetzt Schönes Neues erfahren. Über Alter hier, weil wir haben ja einen neuen Massiv-Schlüssel gefunden. Und ich bin ein kleines Neugierli. Den gehen wir da jetzt rein. Da ist die Tür. Das unterhält sich auch mit dem Chat. Das ist eigentlich so das mit das Schönste. Also das ist komplett das Schönste am Stream, sich mit dem Chat zu unterhalten. Ne, hier nicht. Hier müssen wir rüber. Und der Chat wieder schuld? Ne? Nicht unbedingt. Nehmen wir nochmal, da wollte ich auch nicht hin. Hier muss ich hin. Das ist schon der dritte, den wir jetzt haben davon. Von sieben oder wie viel waren das? Die Templer haben ihr Archiv auf Zypern zurückerobert. Abbas schickte keine Verstärkung. Es war ein Massaker. Oh mein Gott. Maria, als wir Masyaf vor 10 Jahren verließen, war der Orden stark. Aber all unser Fortschritt ist zunichte. Abbas muss sich verantworten. Wem gegenüber? Die Assassinen unterstehen jetzt ihm. Widerstehe deinen Rachegelüsten, alter Ihr. Sprich offen, dann erkennen sie ihren Fehler. Er ließ unseren jüngsten Sohn hinrichten. Er verdient den Tod. Vielleicht. Doch wenn du den Orden nicht ehrenhaft zurückgewinnen kannst, zerstörst du das Fundament. Die Zukunft. Du hast recht. Vor 30 Jahren ließ ich mich von der Leidenschaft hinreißen und verursachte einen Bruch, der nie verheilt ist. Okay. Sprich vernünftig. Und vernünftige Männer hören auf dich. Einige schon. Aber nicht Abbas. Ich hätte ihn vor Jahren ausstoßen sollen, als er den Apfel stehlen wollte. Doch du hast dir den Respekt der anderen Assassinen verdient, kotzt weil du ihn leben ließest. Woher weißt du das? Du warst nicht dabei? Mein Mann ist ein rechter Geschichtenerzähler. Sieh dich doch nur um. Masyaf ist nur mehr ein Schatten seiner selbst. Wir waren wirklich sehr lange nicht hier. Doch aus gutem Grund. Die Mongolen forderten uns heraus, dem haben wir uns gestellt. Wer hier kann dasselbe von sich behaupten? Wo ist unser ältester Sohn? Weiß Darim, dass sein Bruder tot ist? Ich schickte eine Nachricht vor 4 Tagen. Mit Glück hat sie ihn bereits erreicht. Abbas, was tut er mir leid? Er trägt seinen Groll wie einen Schutzmantel. Seine Wunden sind tief. Es wird ihm helfen, die Wahrheit zu erfahren. Hier, in diesen Straßen, spüre ich nur Angst in den Menschen. Keine Liebe. Abbas hat inzwischen diesen Ort zerstört und ihm dadurch jede Freude geraubt. Vielleicht gehen wir ins Verderben, Maria. Mag sein. Doch gehen wir gemeinsam. Müde? Warum seid ihr müde? Lass sie sprechen. Wir suchen Wissen über unseres Sohnes Tod. Warum musste Seth sterben? Sucht ihr die Wahrheit oder einen Vorwand für Rache? Wenn die Wahrheit uns einen Grund liefert, werden wir handeln. Gebt uns den Apfel, alter ihr, und ich sage euch, warum euer Sohn sterben musste. Ah, das ist also die Wahrheit. Abbas will den Apfel für sich, nicht um euch zu erleuchten, sondern um euch zu kontrollieren. Ihr besitzt dieses Artefakt seit 30 Jahren, alter ihr. Suhlt euch in seiner Macht und hortet seine Geheimnisse. Es hat euch verdorben. Nun gut, Abbas. Nehmt ihn. Was? Bevor ich euren Sohn richtete, sagte ich ihm, es wäre euer Befehl. Er starb
Im Glauben, ihr hättet ihn verraten. Altair! Altair! Nein! Sei stark, Altair. Maria. Er ist besessen! Tötet ihn! Nehmt den Apfel! Schnell! Was für Wichser. Was für Wichser. Ich wusste nicht mal, dass Altair einen Sohn hatte. Das ist neu. Das ist immer noch falsch, ja, das ist immer noch falsch. Den richtigen gibt's nur bei mir auf Discord. Ich will Crysis sehen. Crysis ist durch. Wir haben Crysis letztes Mal beendet. Discord, da gibt's den richtigen Plan. Crysis 2? Ne, das haben wir noch nicht. Aber als nächstes kommt Mirror's Edge. Also Tito sollte nicht allzu traurig sein. Mirror's Edge Catalyst kommt als nächstes Projekt. Crysis Tokyo Drift. Und was für ein Video ist das, nur mit Discord gibt. Funktioniert's wieder? Ja. Also es hat sich selbst repariert. Ich hatte letztens, wo ich einmal den Stream abgesagt hatte, weil ich mich um Lilly kümmern musste, weil es ihr nicht so gut ging. Und wo es ihr dann abends besser ging, hatte ich mal geguckt, wo das Problem ist, wollte es eigentlich mal offline probieren und das hat sich selber repariert. Also von da an. Wow. Hab keinen Discord, mhm. Tito, du bist sogar schon auf meinem Discord. Lüge. Wenn ich einfach die Treppe nehmen können. Darf ich mich hier ein bisschen umgucken? Okay, hier ist zu, schade. An den Turm da hinten können wir uns auch alle noch erinnern. Aus Assassin's Creed 1. Ui, das ist ein tiefer Sturz. Au. Das ist ein sehr tiefer Sturz gewesen. Ich hab gehofft, dass da unten Heuhaufen ist oder so. Hm. Gerade eben die installiert. Ja, zur nächsten und übernächsten Woche wird es auf jeden Fall wieder einen richtigen Plan hier geben. Aber nächste Woche ist der Plan ziemlich simpel, weil ich mit Lilly weg bin. Zu unserem Jahrestag. Carter, liegen wir in den Urlaub. Ich erhielt eure Nachricht. Was ist geschehen? Darim, kehr um! Sind jetzt alle verrückt? Wir müssen gehen. Abbas darf den Apfel nicht in die Finger bekommen. So ihr mehr Dolche braucht, nehmt sie. Über euch! Ein Mörder treibt sein Unwesen. Oh. Wo ist die Wache? Oh, ich muss gehen! Wo ist Mutter? Sie ist tot, Darin. Tut mir leid. Da vor uns! Warte mal, ich hätte ganz gerne das hier wieder. Was? Wie? Oh. Hä? Später. Ich bin zuerst verwirrt. Kämpfen wir. Ich bin verwirrt, warum kann ich... Okay, muss ich die einfach alle mit Wurfmessern töten? Dann hört der Chat mich erst wieder in 4 Wochen. Ja,
21 Uhr. Sie ist tot, Darin. Tut mir leid. Da vor uns! Was? Wie? Komm, später. Kämpft mit mir. Zuerst kämpfen wir. Bin verwirrt über... über dieses Spiel gerade. Brüder, wir müssen nicht kämpfen. Spar dir die Worte. Sie wurden von Lügen vergiftet. Wo sind die Waffen? Weg! Nicht sie weg hier! Okay. Und ich will ein... Wir müssen fort von hier! Ich bin gerade ein bisschen verwirrt von dem ganzen Kampf hier. Vor allem bin ich verwirrt davon, dass Alter hier einen Sohn hatte. Vier Wochen ohne Yuga, ich lese den Chat sofort, ne? Ein Mörder! Bitte! Haltet ihn! Bitte Gott, steh mir bei! Achtung! Was? Desynchronisiert? Verbündete von... Was? Selbst als unschuldiger Zuschauer... Was? Warum ist er gestorben? Verwirrt gerade. Angriff! Na komm. Ich meine, wir müssen offensichtlich. Einfach nur weg hier! Achtung! So, wir müssen offensichtlich einfach bei ihm bleiben. Gott, wo auch immer er hin möchte. Nein! Sie dürfen uns nicht erwischen! Also, ich bin komplett verwirrt gerade von der ganzen Situation. War Sabas, der meinen Bruder ermordete? Deinen Bruder? Nein, warte. Malik und viele andere. Er ist des Wahnsinns. Ein Wahnsinniger mit einer Armee. Er wird sterben. Eines Tages wird er büßen. So. Folge mir. Prüfung, wenn sie nicht gut wird, dann, dann peitsche. Was ist ein Assassiner? Haltet ihn auf die Leben in der Stadt, der Assassin. Hat er schön gemacht. Können wir jetzt die Stadt verlassen? Aufpassen! Frech. Tut mir jetzt aber leid. Zack. Es ist Zeit zu gehen. Ja, würde ich aber auch sagen. Lass uns abhauen. War es Abbas, der meinen Bruder ermordete? Ich werde den Apfel besitzen, Alter, ihr.
Und euren Kopf hole ich mir auch. Dafür, dass ihr meine Familie entehrt habt. Ihr könnt nicht ewig davonlaufen. Nicht vor uns und nicht vor euren Lügen. Maria. Meine Liebe. Frag mich, was zwischen dem letzten Schlüssel und dem jetzt passiert ist. Alter, hier ist ja dann doch sehr alt geworden und irgendwann dazwischen hat er offensichtlich den Sohn gekriegt. Durch Zorn und Betrug verlor Altair die, die ihm nahestanden. Doch er gab nicht auf. Nie verspürte ich einen solchen Schmerz. Vielleicht, weil mein Herz zu hart ist, um wahre Liebe zu riskieren. Ja. Zwei Söhne? Hat die gerade zwei Söhne gesagt? Aber der eine war noch nicht im Masyaf. Hab ich gerade nicht aufgepasst. Shame on me. Shame on me. Ich muss mal kurz den Chat hochscrollen. Wo war ich? Da, das hat hier. Das hat er dazu. Nächste Woche nicht. Nee, Nico nicht da. Danach zwei Wochen Klausurphase. Die vierte Woche eventuell Urlaub weg. Wo geht's hin, Juka? Da wusste ich, glaube ich, noch nichts von, oder? Ja, genau. Nächste Woche sind wir weg. Da habe ich Lilly heute ein bisschen überrascht mit. Ich habe ihr nämlich verraten, dass ich einen Urlaub gebucht habe für die Woche nach Florenz. Und dann machen wir da schön unseren Jahrestag Urlaub. Der Ältere weiß noch nicht, dass er tot ist oder so. Hat sie sich gefreut. Aber sowas von. Aber richtig. Ich freue mich da auch schon sehr drauf. Ich musste immer so ein bisschen gucken, dass sie nicht irgendwas plant für die Woche, die wir uns ja sowieso Urlaub genommen haben für uns. Und sie hatte eigentlich ein paar Sachen, die sie planen wollte. Aber ich habe dann immer so hinterrücks das Ganze gesagt, so, ey, gucken wir mal, brauchst du ja doch kein, zum Beispiel Essen gehen, habe ich gesagt, wir brauchen ja noch keinen Tisch bestellen, so voll ist das sowieso nicht. War nicht einfach, das ja jetzt so lange auch geheim zu halten, aber doch, hat gut geklappt. Das heißt also, nächste Woche bin ich einmal nicht da, das ist, denke ich, in Ordnung, ich denke, ihr habt da Verständnis für. Ich wäre da sowieso nicht, also selbst wenn wir hier geblieben wären, hätte ich jetzt nicht unbedingt gestreamt, weil ich die Woche wirklich für Lilly und mich genommen habe. Und deswegen haben wir beide freigenommen. Und ist auch abgelehnt. Hey. Warum Florenz, wenn du sagen willst? Wir wollten einfach irgendwie noch Italien. Ich hatte Venedig oder Florenz als Auswahl und Florenz habe ich ein paar mehr schöne Sachen gefunden, die man da machen kann. Unter anderem habe ich auch ein Weintasting in der Toskana gebucht. Ja. Also die beiden waren halt so zur Auswahl. Für mich persönlich. Ah, es wird gut. Ich freue mich darauf. Stückchen trinken. Das Gold. Wine time. Jawollo. Wein? Ja. Kein Juka, kein Neko. Danach bin ich aber wieder da. Und danach werde ich wahrscheinlich einen sehr, sehr langen. An einem Wochenende, also an dem Wochenende danach, werde ich wahrscheinlich einen sehr, sehr langen KSP-Stream machen. Je nachdem, wie weit wir morgen kommen mit der Konstruktion, möchte ich in diesem Stream dann die Wette gewinnen. Und drei Leute von euch, voraussichtlich drei, ich muss mal gucken, ob ich ein Schiff mit zwei oder drei mache. Oder wieder einen alleine, aber auf jeden Fall wird einer zum Minmus fliegen, zum Mars. Es wird gut. Also,
ist zumindest so geplant, je nachdem, wie weit wir morgen kommen, mit der Konstruktion von dem neuen Schiff und ein paar Testsachen und sowas. Ich bin Feuer und Flamme. Ich freue mich da auch schon richtig drauf. Ich meine, ich habe ja gesagt, wenn es mehr als einen Kerman gibt, der hochfliegt, hatte ich ja, beziehungsweise wegen den einen Fail, den wir gehabt hatten, wo wir Ente am Onboard hatten, hatte Lilly ja gesagt, soll Ente definitiv mitfliegen. Also wird Ente quasi, wenn mehr als ein Kerman zum Minmus fliegt, auf jeden Fall mit an Bord sein. Die anderen beiden oder der andere Partner wird dann halt dementsprechend ausgelost. Aber morgen werden wir erstmal uns an der Konstruktion setzen. Also morgen werden wir keine Wissenschaftspunkte sammeln, insofern es nicht notwendig ist, sondern gucken, wie wollen wir das umsetzen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe eine grobe Idee, aber natürlich noch nichts Sicheres. Aber gut. Damit ist auch übrigens die Assassin's Creed-Folge zu Ende. Wir haben mehr gelabert als alles andere, aber das ist okay. Wir haben erfahren, dass Alter ihren Sohn hatte, der tot ist. Und ich bin gespannt, was wir bei den anderen Schlüsseln noch erfahren. Ich glaube, wie viel waren das? 6 oder 7, die wir insgesamt brauchten? Könnte spannend werden. Ich wünsche dir viel Spaß mit den Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da, Videobeschreibung abchecken. Dort findet ihr alle Links zu Social Medias und dann zu Twitch. Und könnt ihr live dabei sein mit den ganzen tollen Leuten hier. Und bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Euer NicoTube. Cheerio.